Im Weizen kommt der Eiweißkleber Gluten vor. Bestimmte Personen können diesen nicht verdauen. So etwa Tabitha Tinner. Die 24-jährige Pflegefachfrau hat sich mit ihrer Krankheit Zöliakie arrangiert. Ich finde, es lebt sich eigentlich gut mit Zöliakie. Man muss sich an zwei, drei Sachen halten und sich ein bisschen vorbereiten. Und dann lebt sich das Problem los. Ihre Pizza muss vom Teig bis zu den Zutaten komplett glutenfrei sein. Auch wenn mittlerweile das Angebot an glutenfreien Nahrungsmitteln groß ist, nicht alles kann geschmacklich überzeugen. Es gibt einfach so zwei, drei Sachen, die halt, ja, schon nicht wie das Original schmecken. Gerade so Brot, wo einfach trocken ist, bräuselig, so ein bisschen kartonmäßig teilweise. Und trotzdem, immer mehr Schweizerinnen und Schweizer ernähren sich freiwillig glutenfrei. Hier in Zürich lässt sich der Trend beobachten. Im ersten rein glutenfreien Lebensmittelshop finden Lifestyler alles. Einfach ohne Gluten. Kaufen Sie hier ein, weil Sie müssen oder weil Sie wollen? Ich kaufe gerne hier, weil ich das möchte. Schlicht und einfach. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich glutenfrei esse. Ich merke schon, wenn ich wirklich nicht viele Vollkornprodukte oder so esse, dann geht es mir besser. Also ich nehme so viel Bauchweh. Gibt Ihnen das etwas? Ja, gewisse Zufriedenheit im Bauchbereich und auch nach dem Essen ist allen wohler. Aber auf die Produkte sind Sie nicht angewiesen? Nicht zwingend, nein. Er ist der Kopf hinter dem Ladenkonzept. Sebastian Fischer sagt, er ziele nicht primär auf die Lifestyle-Kunden ab. Sind Sie nicht einfach in einen Trend aufgesprungen? Nein, ich denke, Trend bin ich nicht aufgesprungen. Es ist einfach ein Bedürfnis, was jetzt einfach gestillt werden muss. Die Leute haben einfach Lust auf neue Produkte, die auch schmecken. Der Glutenfrei-Trend. Beat Müller, Chefarzt am Kantonsspital Aarau, beobachtet ihn kritisch. Zwar profitieren die Zöliakie-Betroffenen von einem breiteren Sortiment. Die Entwicklung habe aber auch negative Folgen. Negativ ist sie, weil gesunde Leute, die zwar Beschwerden haben, aber nicht aufgrund der Zöliakie-Krankheit etwas vorgegaukelt wird, nämlich weniger Beschwerden, längeres Leben, das nicht eingehalten werden kann. Ist es also auch ein Spiel mit der Angst? Bei den Leuten, die keine Zöliakie haben, ja, und denen wird etwas vorgegaukelt. Auch die Grossverteiler setzen auf glutenfreie Produkte. Die Mikrobäckerei Jova hat sogar einen eigenen Standort dafür. Hier laufen ausschließlich glutenfreie Back- und Teigwaren vom Band. Um 30% hat der Umsatz von allergenfreiem Brot bei der Mikro zugenommen gegenüber dem Vorjahr. Gucken Sie nicht einfach auf einen Trend auf? Das Thema glutenfrei ist bei uns schon seit Jahren ein Thema. Wir sind auch vor 5 Jahren ins Geschäft eingestiegen, lang bevor man von Trend geredet hat. Auch bei Coop wächst der Umsatz des Allergikersortiments. Um 16% stieg im vergangenen Jahr der Umsatz von glutenfreien Produkten. Was hält die Zöliakie-Betroffene von diesem aufkommenden Trend? Die Gefahr ist halt einfach, dass Zöliakie und glutenfrei essen so ein bisschen, ja, ein bisschen ins Lächerliche zu machen wird und dass man wie auch nicht mehr ganz ernst genommen wird. Und trotzdem, das glutenfreie Sortiment wird weiter anwachsen. In dem Sinne, Gluten Appetit!